Leute, und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Das ist einfach schon das, keine Ahnung, wie viele Videos, was wir zusammen drehen. Mit Michelle. Hallo! Und zwar gibt es heute wieder unangenehme Fragen. Wir werden das Video hier beginnen, aber wir haben sehr, sehr viel Zeitdruck, deswegen werden wir es im Zug wahrscheinlich zu Ende drehen. Da wird das Licht nicht so gut sein wie hier. Deswegen wollte ich jetzt unbedingt noch hier anfangen. Kerstin ist hinter der Kamera. Hallo! Sie stellt uns die Fragen. Wir kennen die Fragen nicht. Und es wird wieder unangenehm. Und ihr habt ja das letzte Video mit Kerstin extrem gefeiert. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, kann ich es einmal hier einblenden. Und den Teil 1 haben wir auf ihrem Kanal gedreht. Ja. Das heißt, da könnt ihr auch einmal vorbeischauen. Und Leute, falls ihr ein bisschen Rand-Information wissen wollt, ihr solltet vorbeischauen. Ja, ich habe so eine kleine Info gedroppt. Eine kleine Info, die es auf diesem Kanal noch nicht gab. Genau. Ja, das war ganz spontan. Ja. Fangen wir direkt an? Irgendwie sieht's dick aus. Besten Hintern würdest du gerne mal anfassen? Hintern. Keine Ahnung. Also ich muss sagen, ich finde Frauen sehr, sehr ästhetisch. Also ich will keinen Männerhintern anfassen. Lisa Del Piero. Nee. Nicht? Nee. Also ich mag die sehr, sehr und ich gucke auch ihre Videos und so. Und also ihre Insta, dies, das. Aber ich finde ihren Booty nicht so, also ich mag Frauen, die sehr ästhetisch. Aber ich habe tatsächlich nicht das Bedürfnis, von einer Frau den Ass anzufassen. Ich auch nicht. Und von Männern auch nicht, weil ich bin keine Frau, die arschgeil ist. Ich schon? Ja? Weil es gibt irgendwie so 90% aller Frauen lieben erstens ein bisschen Bauch bei Männern, zweitens irgendwie Brusthaare und drittens Arsch. Ja, Arsch. Aber ich mag keins von den dreien. Ich schon. Magst du, außer Arsch, magst du Brusthaare oder Bauch? Nein. Beides nicht? Nicht so. Okay. Weil es gibt viele Frauen, schreibt es unbedingt mal in die Kommentare, wie ihr da dazu steht. Also ich mag keins von den dreien. Okay. Also Arsch finde ich nicht schlimm bei Männern, so ist es nicht. Aber finde ich jetzt auch nicht so. Ich finde Brusthaare sogar irgendwie eklig. Ja, ich auch. Und Achselhaare. Achsel finde ich nicht so schlimm, aber ich finde es voll unhygienisch. Aber ja, deswegen irgendwie kein Arsch. Doch. Ach so. Nee, würde ich auch nicht anfassen. Aber dann willst du bestimmt von irgendeinem Typen einen Arsch anfassen. Nee, ich habe jetzt keinen Drang dazu, einen Booty anzufassen. Ja. Na gut. Welchen deiner Geschwister würdest du für 1 Million Euro eintauschen? Du hast nur eine Schwester, oder? Ich habe auch einen Halbbruder. Ich bin lieber ein Halbbruder. Ja, aber muss ich mich denn entscheiden? Muss man sich entscheiden, oder was? Ja. Boah. Also sagen wir, da ich mit meinem Halbbruder wirklich gar keinen Kontakt habe, wirklich gar nicht, und meine Schwester ist. Also ich bin Guck mal, das Ding ist, also du darfst ja jetzt auch gar nicht Kerstin wählen, ne, weil die wohnt hier. Ja. Das ist echt Spaß. Nee, das Ding ist aber, guck mal, also du nimmst deinen Halbbruder. Also man muss sich entscheiden. Also wenn man sich, ich würde es nicht machen. Ich würde es auch nicht machen. Wenn man sich entscheiden müsste, dann würde ich den Halbbruder nehmen, weil... Guck mal, oder ich würde so machen. Mir viel näher. Oder ich würde so machen. Kerstin, guck mal. 1 Million, machen wir 50-50 prozentual, wenn ich dich eintausche. Ich tausche immer vorher ein. Irgendwann kommst du ja zurück. Kommt ja darauf an, wohin eintauschen und wo. Also wofür. Ja. Aber warum Kerstin? Ja, weil Melinda ist doch klein. Die kann die doch nicht eintauschen, Junge. Ja. Die Arme. Die muss braucht ihre Mutter. Die ist ja verlost dann. Ja, okay. Also Melinda kann ich nicht eintauschen, weil sie noch klein ist. Deswegen würde ich dich natürlich eintauschen. Ja, oder wenn du dich zwischen Melinda und mir entscheiden müsstest. Ich weiß es nicht. Wir können ja Melinda nicht eintauschen, die Arme. Vor allem mit dem Geld kann sie nicht so viel anfangen. Nee, ich krieg ja das Geld. Ja, aber du willst ja mit ihr 50-50 machen. Genau. Mit dir könnte ich 50-50 wenigstens machen. Sagen, guck mal, dann kriegst du 500k, ich krieg 500k. Damit können wir mein neues Leben, ich wandere aus. Mäßig. Du willst sowieso nicht hierbleiben, also wäre das für dich doch sogar gut. Ja, ich will Kerstin eintauschen. Hast du schon mal ein Nacktbild verschickt? Von dir? Nein. Nicht komplett nackt. Noch nie. Nicht mal so ein bisschen sexy-schmexy? Also nackt nicht. Aber so ein bisschen sexy-schmexy. Ein bisschen sexy-schmexy. So verdecken mich. Das vielleicht. Ja, vielleicht. Ja, ich glaube, also das hat, glaube ich, fast jeder gemacht. Hm. Aber man muss halt aufpassen, an wem man das schickt. Oh ja, deswegen am liebsten gar nichts. Wann und warum hast du zuletzt wegen deines Alters gelogen? Ich glaube nie. Also ich habe höchstens über mein Alter gelogen, wenn ich irgendwo rein musste, wo man das Alter haben musste, um es billiger zu bekommen. Ah, okay. Aber ich weiß nicht, wann das letzte Mal war, weil ich bin ja auch schon 23, ist es schwierig. Also ich habe das letzte Mal auf jeden Fall gelogen. Also ich kann mich jetzt nicht an genaue Situationen in den letzten Jahren erinnern, aber ich habe, wenn, also das, woran ich mich am ehesten erinnere, als ich noch 17 war, habe ich gelogen und gesagt, dass ich 18 bin, dass ich in die Shisha-Bar komme. Okay. Ja. Ja, ich habe auch mal versucht zu lügen, dass ich schon 18 bin, um im Club zu kommen und es ist aufgefallen. Es war sehr peinlich. Ah, schade. Ja, ich war auch, ich hatte jedes Mal Herzrasen. Ich auch. Und wenn da so Dings kam und gefragt nach Ausweis und dann sagst du so, ah, hab ich vergessen. Und dann, ja, dann musst du leider rausgehen, aber voll peinlich. Ich habe einfach gesagt, ich war schon drin. Dann sagt er, wo ist dein Stempel? Sag ich, hab ich keinen bekommen. Sagt er, ich habe dein Gesicht heute noch nicht gesehen. Oh. Gehst du lieber nach Hause? Oh. Ja, das war sehr peinlich. Ja, glaube ich. Und jetzt ist der Türsteher in der Disco. Ja, in dieser Disco. Ja. Yeah. Oh. Ja. Aber es ist ja schon Jahre vergangen, hat er bestimmt vergessen. Yeah. Nee, glaube ich nicht. Oh. Obwohl, keine Ahnung. Aber ich meine, ich sehe jetzt immer noch aus wie 17, weißt du? Damals, als ich 17 war, sah ich wahrscheinlich aus wie 3.
jemanden daten, der 10 Jahre älter ist als du? Ja. Ja. 33. 33. Schon alt. Bei mir aber ja. 36, ey. Boah. Ist schon ein bisschen alt. Ja, ein bisschen. Egal. Bei dir geht der ja dann schon fast auf die 40. Boah, Alter, boah, das ist ja echt. Das ist, wir haben irgendwie viel zu schnell ja gesagt. Das ist irgendwie zu viel. 33. Nee, wenn er echt hot ist und dies, das, alles, dann würde ich ihn trotzdem daten, ja. Ja, ich denke ich auch. Welches Gerücht wird über dich erzählt und was ist dran? Das Ding ist, über mich werden viele Gerüchte erzählt, aber ich will, dass sie nicht aufkochen. Deswegen, Leute, tut's mir leid, ich muss einen Shot trinken. Spaß. Aber das kann ich hier nicht, also will ich hier nicht, einfach nicht aufwühlen, aber es gibt einige Gerüchte und nichts ist was dran. Das ist alles richtig dumm. Ich weiß nicht, ob über mich Gerüchte sind. Bestimmt wird irgendwas erzählt, ganz ehrlich. Es wird immer irgendwas erzählt. Ja, aber jetzt nicht, dass ich irgendwas wüsste. Ich weiß nicht, tut mir leid. Warst du schon einmal in eine Prügelei verwickelt? Wenn ja, mit wem und warum? Ich nicht. Also ich selber nicht. Ich auch nicht. Aber ich war dabei, öfter. Ich habe noch nie jemanden gehauen und ich würde es auch niemals tun, okay? Ich bin viel zu mädchenhaft für sowas. Ja, ich auch. Bin absolut keine Schlägerbraut. Nee, ich auch nicht. Niemals. Nee. Bei mir war das nur einmal, bin ich irgendwo dazwischen gegangen, da war ich aber auch ein bisschen... Das ist super dumm. Da hatte ich ein bisschen an einem Tee. Das ist super dumm. Das war sogar vor dem Revolution, da hat ein Typ ein Mädchen so gehauen. Was? Und dann bin ich dazwischen, bin da hingerannt, so auf der anderen Straße, also ich bin da hingerannt, auf einmal stand er so nah vor dem Gesicht, aber ich hatte echt sehr gut Intus. Oh. Ich so, was machst du da? Hat er so voll angeschrien, das sieht mir auch gar nicht ähnlich. Aber ich konnte es einfach nicht sehen, wie er einfach einen Vibe wegklatscht. Boah, der hätte dich auch wegklatschen können. Ich weiß. Und dann hat er doch noch eine Zahnspange an. Und ich so, Junge, ich kann dich gar nicht ernst nehmen. Also nichts gegen Zahnspangen oder so, ne? Aber irgendwie, das hat mich nicht so umgefasst. Was hat er dann gemacht? Der hat mich auch angeschrien. Dann haben wir uns gegenseitig angeschrieben und dann kam irgendwie das Mädchen und meinte, nein, dann hat die den so weggezogen und ist mit dem weggegangen. Dachte ich, okay, dann bist du selber dumm, dann hatte ich Pech. Das ist bestimmt ihr Freund gewesen. Ja, dann hatte ich auch gar kein Mitleid mehr mit der in dem Moment, weil wenn du dich schlagen lässt und in der nächsten Minute mit dem mitgehst, dann Abstand. Ja. Aber so sonst noch nie, weil ich würde nicht mal auf die Idee kommen. Nee, ich auch nicht. Weswegen hast du zuletzt geweint? Ich muss einen Shot trinken. Mann, das ist voll doof. Wie soll man... Falsches Format. Weswegen habe ich denn zuletzt geweint? Eventuell wegen einem kleinen Heartbreak. Aber nur klein. Ja, bei dir auch, Erika. Oder? Habe ich danach nicht nochmal geweint? Ich glaube nicht. Habe ich nochmal wegen was anderem geweint? Das war voll gelogen jetzt. Ich habe wegen was anderem geweint. Ja? Kann ich nichts genau ausführen. Das letzte Mal war auch auf der Arbeit, oder? Was nicht wegen... Das war auf der Arbeit. Hast du wegen dem geweint? 2 Tränen. Wow! Hast du jemandem etwas geklaut? Ja. Und was? Ja. Viel. Echt? Echt jetzt? Also ich muss sagen, ich habe da echt so ein Engel-Dings, weil ich habe nie... Heiligenschein. Ja, genau. Das erinnert mich an diese eine von Are You The One? Ja. Ja. Du hast deinen Heiligenschein verloren. Genau. Das war nämlich einmal, und oh mein Gott, das muss ich kurz ausführen. Wir waren in so einem Laden. Und ich wollte immer, früher gab es diese, die waren voll innen, solche Armbänder, wo so mäßig so Götter dran waren. Götter? Nicht Götter, nur so Ikonen. Weißt du, das, was so gepiekst hat immer? Was man so ein bisschen auseinander machen kann, so Metall? Ja, nee, nicht Metall. Okay, egal. Mit Holz war das. Ah, doch, ja. Weißt du, und da waren so Götter drauf halt. Ja, ja. Genau. Und ich wollte immer unbedingt sowas haben, weil alle hatten, außer ich. Eine Freundin hat mir das dann so umgezogen, meinte sie so, lass einfach raus. Wir waren schon draußen, weil sein stand draußen, die so, wir gehen jetzt einfach. Ich so, was, nein, das können wir nicht machen. Die so, doch, wir gehen. Dann sind wir gegangen. Und das Witzige an der ganzen Geschichte ist, da ich wusste, dass dieses Ding geklaut ist und da ja Götter drauf sind und ich ja gläubig bin, dachte ich mir, ich kann das niemals anziehen. Ich schäme mich. Ich schäme mich, dass ich das gemacht habe, deswegen habe ich dieses Armband nie angezogen. Also bei mir kann ich das nicht so gut ausführen. Okay. Aber nicht machen, Leute. Welche Art von Sachen? Klamotten. Alles. Alles, was ich zwischen die Finger bekommen habe, nein. Aber schon, also da war ich 13, 14. Ich war auch jung, muss man dazu sagen. Und ich habe auch meine Lektion erteilt bekommen. Echt? Ja. Und deswegen nicht mal. Ja. Von Hey, Mr. Policeman. Genau. Hast du jemals einen Liebesbrief geschrieben? Wenn ja, an wen? Ich glaube schon, aber ich kann mich gerade nicht so ganz entsinnen. Ich glaube, ich habe Liebes-WhatsApp-Nachricht geschrieben. Das Ding ist, ich habe allein eigentlich für meinen Ex-Freund so ein ganzes Buch voll gemacht mit Sachen, die ich an ihm liebe und schätze und keine Ahnung. Über 2 Monate habe ich jeden Tag da reingeschrieben.
Allein das zähle ich schon als Liebesbrief. Ja, auf jeden Fall. Ja. Pinkelst du unter der Dusche? Normal. Ja. Guck, jeder macht das. Du nicht? Ja, doch, ich habe mit. Also, das hast du ja nicht gesehen. Unangenehme Fragenvideo. Das Date erschottet. War das Date erschottet? Ja. Haben wir gesagt, ja, natürlich. Normal, Standard. Guckst du in die Kloschüssel, bevor du spülst? Ja. Schon? Aber manchmal auch Analyse machen. Warst du schon mal unglücklich verliebt? Ja. Oh. Amen, Baby. Hast du einen peinlichen Spitznamen? Nee. Nee. Oh, das ist unser Besuch. Okay, Leute, wir müssen das Video dann im Zug weiterdrehen. Aber als du gesagt hast, im Zug, wusste ich eh, wir werden das nicht im Zug machen. Fortsetzung folgt von dem unangenehmen Fragenvideo, einfach 3 Tage später oder so. Ich weiß nicht mal, wo wir stehen geblieben sind und meine Schwester kann uns jetzt dementsprechend nicht die Fragen vorlesen, deswegen lese ich sie selber. Mhm. Wir machen jetzt eine kurz knappe Runde. Luca wird nämlich gleich heim. Genau, ich fahre jetzt nach Hause. Was war das Unangenehmste, das du betrunken gemacht hast? Hat sie das schon gefragt? Sie hat es, glaube ich, gefragt und wir waren, da haben wir aufgehört, glaube ich. Kann das sein? Ich weiß ich nicht. Ich glaube vielleicht schon, weil wir los mussten. Also ich habe eine unangenehme Story, die ich schon mal erzählt habe, aber... Aber mein Zuschauer kennt die ja nicht. Schnellfassung. Ja. Wir waren im Only. Mhm. Und es da war ich gestern auch. Ja. Nicht so lecker. Das war nicht so lecker. Nein, gestern war ich schlecht leider. Egal. Auf jeden Fall war es Winter und wir haben gedacht, das ist eine schlaue Idee, eine Flasche Jägermeister zu dritt wegzuächsen, ohne nachzutrinken. Oh Gott. Ja, lecker, dachten wir. Irgendwie, und wenn es kalt ist, spürt man den Alkohol ja nicht. Ne? Also, echt? Ja, es war halt voll kalt und irgendwie haben wir nicht gemerkt, dass es irgendwie wirkt. Keine Ahnung, haben getrunken. Dann, wir waren drin. Boah, ich dachte mir so, nee. Irgendwie war so schwindelig und alles. Dann bin ich aufs Klo. Dann dachte ich mir, ich kann nichts. Ich hasse es ja, die Kontrolle über mich zu verlieren. Ne? Ich bin so ein bisschen gestört. Habe ich meiner Mutter geschrien. Habe ich gesagt, kommst du mich bitte abholen? Oh. Und dann musste ich irgendwie heulen. Ich musste einfach anfangen zu heulen und ich wusste nicht wieso. Ja. Und irgendwie hat sie mich dann geholt. Und dann wollte ich aber irgendwie nicht mit. Und es war so peinlich, weil die hat mich dann so am Eingang, du warst ja gestern da, ist sie mit dem Auto dahin gefahren, mäßig. Ja. Und ich bin so hin und die hat mich schon so angeschrien und sagt so, steig jetzt ein. Und ich so, nein, ich will noch nicht gehen. Weil meine Freunde waren halt noch da. Ich so, ich will nicht gehen. Und so habe ich angefangen zu weinen. Und dann dachte ich, sie hat mich geschlagen. Obwohl sie mich gar nicht gehauen hat. Sie hat einfach so die Tür zumachen wollen, weil ich habe sie offen gelassen und die wollte sie so zumachen. Und dann hat sie zugeklappt. Und ich so, du hast mich geschlagen. Und dann habe ich angefangen zu heulen um mein Leben. Das war so, die Fahrt war, meine Mutter war richtig pisst, so, ne? Mhm. Auf jeden Fall, am nächsten Morgen dachte ich mir, ich bin im Arsch. Mhm. Aber irgendwie hat meine Mutter mich ausgelacht. Also das klingt jetzt irgendwie gar nicht so peinlich, aber in dem Moment... Ich weiß ganz genau, was du meinst. Das war sehr peinlich. Ja. Ich weiß auch nicht, wer das gesehen hat. Also das ist voll Standard bei mir gewesen, diese Heulerei und sowas. Also auch noch dieses Jahr sogar noch habe ich geheult im Club. Ja? Ja, im Elektrum. Türsteher denken sich auch Psychopath. Ja. Weil man weiß irgendwie gar nicht, wieso man heult. Nee. Wieso heult man? Keine Ahnung. Das liegt irgendwie an der Ursprungsmut, habe ich das Gefühl. Also, kann sein. Wie du am Tag so generell drauf warst und dann, wenn du auf Alkohol so, dann wirkt sich das aus, dass du entweder happy bist oder aggro oder traurig. Bei mir, ich würde sagen, ich habe sehr viele schlimme Sachen gemacht, sehr viele unnötige, sehr viele peinliche, wirklich sehr viele Morgen, also der nächste Morgen, wo ich dachte, krass. Ich bin so bescheuert. Aber du kannst dich erinnern zumindest. Bei manchen Sachen nur, also bruchteilsmäßig. Mhm. Ich glaube aber, die schlimmste Sache, die ich je gemacht habe, war mit meinem Ex-Freund. Schon Jahre her. Waren wir im Revolution. An meinem Geburtstag. Da war ich, keine Ahnung, 22 oder so. Oder 21. Also es ist schon echt lange her. Und da war auf jeden Fall Jessica full on. Also mein betrunkenes Ich. Und ich hatte gar keinen Control mehr über gar nichts. Und ich bin weggerannt. In so ein richtiges Gewerbegebiet rein. Mein Ex-Freund mit damals raus, hinterher. Aus der Disco? Ja, ja, aus der Disco raus. Gerannt vor dem weggerannt. Spinnst du? Deswegen hat er Kerstin gesagt, dass ich immer wegrenne. Das habe ich früher extrem gemacht. Extrem. Warum? Keine Ahnung. Was denkst du dir jetzt? Weiß ich nicht, gar nichts. Ich bin gerannt. Und der ist mir halt hinterher. Und ich habe mich immer wieder losgerissen, bin weggerannt und sowas. Und der dann Arme. Bin ich irgendwie in einen Dornbusch gerannt. Ich bin einfach ins Gebüsch rein. Gerannt. God. Irgendwann kam ich nicht mehr weiter, bin einfach reingefallen. Habe mich versucht, so zu so verstecken. Mäßig auf einmal merke ich nur, kommt jemand rein und zieht mich da raus. Also mein Ex. Hat er mich rausgezogen, da habe ich mich auf den Boden geworfen und so getan, als ob ich irgendwie bewusstlos wäre. Und hat er den Krankenwagen gerufen. Dann bin ich in diesen Krankenwagen rein. Doch, das war ganz schlimm. Nein, das hast du nicht. Vor allem, als er angerufen hat und sich kurz auf Seite gestellt hat, um den Krankenwagen zu rufen, hättest du ja eigentlich. Bin ich wieder weggerannt.
kam der Krankenwagen. Der hat mich halt irgendwann festgehalten, der war unnormal sauer, der hat mich festgehalten. Und da kam halt der Krankenwagen, da musste ich da rein. Meinten die so, ja, wurden sie geschlagen von ihrem Freund? Und ich so, nein, gar nichts, keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, was ich da gesagt habe, das ist schon so lange her. Aber das war echt das Allerschlimmste und Unnötigste, was ich jemals gemacht habe. Oh, aber ich war halt so betrunken, deswegen Alkohol macht echt einen anderen Menschen aus irgendwie einem. Irgendwie ist es voll witzig, wenn ich mir so vorstelle, wie du so wegrennst, ich hab noch, wie in so einem Spiel. Ja, ich habe noch ein Bild von meiner ganzen Haut. Ich dachte echt am nächsten Tag, der macht mit mir Schluss. Aber irgendwie war der voll süß zu mir, hat mir eine Badewanne, weil ich hatte noch überall diese Dornen überall in meinem Rücken und so. Sogar noch 2 Wochen später habe ich so eine Dorne aus meinem Rücken rausgeholt. Was redest du? Ja. Hey, bist du nicht mit ins Krankenhaus? Haben die dich nicht verarztet? Nein. Weil es war ja nichts. Ich war doch einfach nur bescheuert. Deswegen und ich hatte noch nie einen Filmriss. Boah, das ist sehr gut. Deswegen mache ich auch immer meinen Shotplan, einfach damit ich halt mehr Kontrolle über mich selbst habe und über das, was ich trinke und zu mir nehme. Ich weiß nicht, ob ich das jemals erzählt habe, diese Story. Also ich kannte sie nicht. Aber ja, das war nicht so schön. Autsch. Ja, und so sah mein ganzer Rücken hinten, vorne, alles komplett katastrophal. Oh mein Gott, du bist verrückt. Ja, ich weiß. Ich bin ein Psychopath. Ist dir Sextalk während Sexy Time wichtig? Schöne Frage. Ich finde irgendwie mutabhängig, sag ich ehrlich. Echt? Also okay. Wenn ich es fühle, ja. Also ich finde, man muss es fühlen in dem Moment. Okay. Also muss nicht immer. Also während Sexy Time, ne? Ja. Also ich finde, das ist ein No-Go. Ja? Mag ich gar nicht. Okay. Also höchstens diese einzelnen Wörter, die man so raushaut. Mhm. So. Mhm. Ich will es jetzt nicht so erwähnen. Nee. Aber so einzelne Schlagworte. Mhm. Aber wenn der jetzt anfängt, ja, diese ganze Geschichte erzählt irgendwie nicht so ganz. Nee, ganze Geschichte weniger ist auch mehr. Nicht so. Ja. Weniger ist mehr. Ja, ja, ja. Also dann soll man höchstens sagen, boah, du siehst so geil aus oder boah, dein. Ja, aber das ist ja auch schon dein Ass Dirty oder so. Talk. Ja, okay, aber wenn er jetzt anfängt, oh, ich würde jetzt am liebsten das und das oder ich mache jetzt das und das mit dir und dann so voll die Sachen sagt, vor allen Dingen, wenn du dich dann versprichst, wenn der Typ sich dann verspricht oder du dich selber versprichst, in dem Sinne, dass du ein Wort verdrehst oder nicht richtig aussprichst oder so, dann ist es einfach voll cringe. Okay. Und dann muss man womöglich lachen oder so. Okay. Und das wäre halt nicht gut. Und deswegen bin ich kein Fan davon, aber ich kenne auch Leute, die ich das... Ich bin auch nicht unbedingt ein Fan davon. Ich kenne auch Leute, die das super gut finden, aber ich nicht so gut. Also super gut nicht. Nee, ich auch nicht. Also... Ich finde das schwierig. Es gibt ja auch tatsächlich Leute, die reden über random Sachen währenddessen. Wie? Ja, so... Ja, das geht mir einkaufen. Ja, mäßig. Was? Hab ich auch schon gehört. Nee. Das geht ja gar nicht. Was? Das ist mir ja ein Rätsel, wie das funktionieren soll. Das weiß ich auch nicht. Okay, letzte Frage. Komm, letzte Frage. Würdest du noch mal was mit einem deiner Ex-Freunde anfangen? Das ist eine sehr gute Frage. Komm, wir sagen einfach nur ja oder nein. Ohne Begründung. Okay. Du zuerst. Ja. Ich sag auch ja. Echt? Aber lass es einfach so stehen. In welchem Bezug... Sag ich nicht. Das ist mir halt schon passiert. Ja, deswegen muss ich ja sagen. Ja, mir ist das auch schon passiert, aber ich meine jetzt. Jetzt mit einem deiner aktuellen Ex-Freunde. Und die Frage, ich stand, würdest du was mit einem deiner Ex-Freunde anfangen? Das ist nicht die Frage, was du anfangen würdest. Ach so. Deswegen, ich sag ja. Okay, dann sag ich auch ja. Okay. Ja, dann war's das auch mit dem Video. Boah, das war die spicy Frage am Schluss. Schon wieder. Meine Güte, immer diese Ex-Freunde. Das war's von dem Video. Sorry für, wie wir aussehen, aber... Ja. The day after. Wie sahen wir davor aus? Voll geschminkt. Schön sahen wir vorher aus. Schwer. Egal. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schaut auf jeden Fall auf ihrem Kanal vorbei. Da gibt es auch ein unangenehme Fragen-Video. Ich glaube sogar Part 1, oder? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.